Das ist ein Spiel, das ist ein Massaker. Da ist der Anpfiff. Nummer 63 Mücke stürmt durch die gegnerische Abwehr auf das Mittelfeld zu. Hinter ihm die Nummer 28 mit dem Leder in der Hand. Unangefochten kann dieser Mann im Hinschatten von Mücke auf die 30-Yard-Linie zutraben. 63, dieser Spieler ist einfach eine Lokomotive. Er weist alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt. 28 immer noch in seinem Hinschatten. Den Ball fest an sich gedrückt. Ready? Was ist? Der Ball ist jetzt wieder im Besitz der Gäste. Nummer 71 streckt der Ziellinie zu. Noch ist es ein Raum, um zu stoppen. Und da ist er schon. 71 wird gewinnt. Zähle die Spieler der scheißanischen Mannschaft. Du hast dich geirrt, Dicker. Diesen Punkt kriegt ihr nie. Pass gut auf. Gleich geht der Affentanz los. We are ready! Was ist? Komm, angepfiffen ist schon das Leder im Besitz der Gäste. Die Nummer 63 hält das Leder und stoppt davor. Es scheint unmöglich zu sein, diesen Mann zu stoppen. Alle Versuche der Rangers, die Nummer 63 aufzuhalten, sind vergeblich und scheitern schon im Ansatz. Die 63 nähert sich jetzt dem Tor. Wie ein Koloss wälzt dieser Mann alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt. Vorm Tor hat sich der neue Spieler mit der Nummer 65, der Trainer der Rangers, selbst aufgebaut. Er scheint es auf einen Zweikampf mit Mücke anzulegen. So viel Spannung war noch nie in einem Fußballspiel, das ich gesehen habe.